Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Heute am Karfreitag zur 9. Stunde gedenken wir des Leidens und Sterbens unseres Herrn Jesus Christus. Herr, stärke mich, dein Leiden zu bedenken. Aus dem Gesangbuch, Lied Nummer 91, Vers 1 bis 4. Sondern er sich gibt,
Freude schafft, Lebensfülle. Gott war in Christus, Umsturz der Machtgedanken, nicht donnerndes Getöse eines Himmelsherrschers, sondern Gott als Mensch, für Menschen. Er lässt sich bitten, nimmt Not wahr, es jammert ihn, er sieht sie an, die zu ihm schreien und drängen, dein Glaube hat geholfen, sagt er den Entgeisterten. Er schafft Vertrauen, weil er selbst sich gibt. Hingabe ist seine Macht. Nun gehören unsere Herzen ganz. Lied Nummer 93, die Verse 1 bis 4. Es war die dritte Stunde, als sie ihn kreuzigten.
Und es stand geschrieben, welche Schuld man ihm gab, nämlich der König der Juden. Und sie kreuzigten mit ihm zwei Räuber, einen zu seiner Rechten und einen zu seiner Linken. Und die vorübergingen, lästerten ihn und schüttelten ihre Köpfe und sprachen: Ha, der du den Tempel abbrichst und baust ihn auf in 3 Tagen, hilf dir uns selber und steig herab vom Kreuz. Desgleichen verspotteten ihn auch die Hohenpriester untereinander, samt den Schriftgelehrten, und sprachen: Er hat anderen geholfen und kann sich selber nicht helfen. Der Christus, der König von Israel, er steige nun vom Kreuz, damit wir sehen und glauben. Und die mit ihm gekreuzigt waren, schmähten ihn. Und zur 6. Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Und zur 9. Stunde rief Jesus laut: Eli, Eli, Lama Asabtani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und einige, die dabei standen, als sie das hörten, sprachen sie: Siehe, er ruft Elia. Da lief einer und füllte einen Schwamm mit Essig, steckte ihn auf ein Rohr, gab ihm zu trinken und sprach: Halt, lass uns sehen, ob Elia komme und ihn